Willkommen zurück auf der Isla Sorna. Wir kommen hier nicht weg. Und deswegen haben sich die beiden Fronten zusammengeschlossen. Vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam. So, ich denke, das ist der Rückweg. Von da sind wir gekommen. Wir kommen halt quasi immer so ein Stückchen auf der Insel voran. Und alle Nebenattraktionen sind halt Bonus-Content, für den man dann auch die entsprechenden Charaktere braucht. Wahrscheinlich bekommt man dann auch diese goldenen Steine. Und irgendwo sind auch die roten Steine, die halt die Cheats freischalten. Aber fragt mich nicht wo. Ich habe noch keinen gesehen. Ich denke auch nicht, dass wir sie sammeln werden, weil wie gesagt, dafür braucht man halt wahrscheinlich alle Charaktere und so. Ja, und das haben wir ja leider nicht. Trizi! Was machst du denn hier? Geht's dir nicht gut? Moment mal. Code untersuchen. Ja, ist so. Dann weiß man mehr. Und wie ist die Lage? Check das mal. Sieht aus wie eine Kirsche, was er da in der Hand hält. Vielleicht ist es ja sogar eine. Mal abwarten. Oh. Ja doch, also wenn hier eine Banane ist. Trizi, möchtest du eine Banane haben? Oh, und ein Eis und ein Pilz. Warum wollen alle Dinos meistens Eis, Bananen und Pilze? Ich meine, Bananen und Pilze kann ich ja noch verstehen, ja? Aber Eis? What the heck? Was bitteschön ist das? Oh, du kannst es nicht bauen. Dann brauchen wir den. Was zum Teufel? Der sah aus wie Gronkh. Was zum Teufel? Jetzt sieht man es gerade nicht, weil es hier so dunkel ist. Aber ohne Spaß. Warte. Was ist das denn hier? Irgendwie kann man sich doch da hochschmeißen, ne? Was willst du denn jetzt? Wieso greift er mich an? Bescheuert? Den jetzt einfach. Der greift mich die ganze Zeit an, deswegen kaufe ich ihn jetzt. Ich weiß aber nicht, warum er mich angreift. Schließlich haben wir uns zusammengeschlossen. Was soll der Scheiß? Verdammt nochmal. So. Die müsste der Pilz sein. Ja! Das hat man schon gesehen. Jetzt fehlt nur noch das Eis. Okay. Wo könnte das Eis sein? Da? Ja, komm mal her da. Schlosser, wo bist du? Schlosser? Mach mal auf. Es sieht jedenfalls sehr verdächtig aus hier. Oh, hat jemand eine Lampe? Der Ian hat doch meistens eine dabei. Warum auch immer dieses Eis hier rumliegt. Oder vielleicht ist es kein Eis. Vielleicht deute ich das immer falsch. Aber es sieht halt so aus. Wenn es was anderes sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Aber für mich ist das eindeutig Eiscreme. So, Trizi ist verfügbar. Und wird uns helfen. Sehr gut gemacht. Weiter geht's. Ja, sie ist sehr gut im Stats farmen, wie man merkt. Helft mir! Diese Plagegeister sehen von nahem viel größer aus. Irgendjemand hat Angst. Idiot sagte, sie wären harmlos. Sind sie auch, solange man lieb ist. Wir sollten auch aufeinander aufpassen. Einen Moment, ich komme gleich zur Hilfe.
Ich bin doch hier richtig, oder? Ja, jedenfalls führen die weißen Stats hier entlang. In dieses Lager. Ohne Marshmallows ist es einfach nicht dasselbe. Ich könnte gerade eine ganze Packung davon verdrücken. Ah, als ich jung war, mochte ich die. Aber heutzutage denke ich mir, nee, sowas esse ich nicht nochmal. Viel zu süß. Auf zur nächsten Mission. Die Versorgungszentrale liegt genau da unten in der Senke. Etwa anderthalb Meilen von der Klippe entfernt. Wir lassen sie noch schlafen. Eine Stunde vielleicht. Oh shit. Schon geil, wir werden immer weniger. Tja, es kann ja nicht jeder schaffen. Aber Sarah muss die Flucht überleben. Shit. Ich dachte, das war's. Boah, da hat's einen zerfetzt. Habt ihr's gesehen? Richtig bitter. No! Oh, das nehmen wir mit. Hier sind wir hoffentlich sicher. Er kommt wieder! Sieh dir das an. Ich glaube, RJs Rucksack. Ich glaube, da ist eher AJ, oder? Lauf! Klingt jedenfalls besser als RJ. Naja, ich frage mich, welche Pokémon es hier wohl im hohen Gras gibt. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Gib nicht ins hohe Gras! Ja, du hast einen Fehler gemacht. Aber vielleicht kann ich dich noch retten. Danke. Ich dachte schon, mich hätte erwischt. Das scheint hier so eine Zusatzmission zu sein. Immer diese kleinen Mistviecher. Was ist das? Wie kommen wir hier durch? Oh, vielleicht finden wir hier eine Kettensäge oder so. Nee, Spaß, wir brauchen eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Was ist das denn? Ist es das, was ich denke? Ja, ein Rasenmäher, genau. Genau das brauchen wir jetzt. Perfekt. Gut, mir war jetzt noch keiner bekannt, der so große, kleine Bäume zersägen kann. Aber gut. Und ich weiß, ich habe gerade groß und klein hintereinander gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Das waren halt keine richtigen Bäume, aber halt so Mini-Dinger. Ne? So wie so ein Mogelbaum.
Was ist das? Ups! Ich habe das Kind von Milken getötet. Alter! Shit. Nein! In die Fresse und weg! Verschwinde, du Mistvieh! Wie eklig! Schlosser! Hilf mir! Sieht aber schon cool aus hier. Jetzt noch durch den Baumstamm durch, den hohlen Baumstamm. Episch. Der Rasenmäher läuft noch. Diese Giftviecher. Oh nein. Nein, 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 nein. Warum legt ihr euch nicht mit den Raptoren an? Jesus Christ. Es hat meinen Fuß. Es hat meinen Fuß. Josh, das ist nicht lustig. Hier brauchen wir das Kind. Ach so, weil sie ist klein genug, um da unten durchzupassen. Wobei Sarah anscheinend auch. Wahrscheinlich mal wieder so ein Feature, was nur für Frauen gilt. Also das Nervigste in dem Spiel sind diese kleinen Mistviecher, auf jeden Fall. Die gehen sowas von auf den Sack. Unglaublich. Okay, wir müssen jetzt irgendwie dafür sorgen, dass die anderen rüberkommen können. Ja, gute Idee. Los, go! Ist jetzt zwar kaputt gegangen, aber was soll's. Hauptsache alle können uns nachjoinen. Schlosser, do your thing. Wie ich das erste Timing immer versaue, ne? Aber oft glaube ich auch einfach, man müsste öfter hintereinander drücken, so wie es ja auch recht häufig der Fall ist. Und dann stelle ich fest, nee, das ist jetzt dieses Timing-Ding. Hä? Ach, egal. Was auch immer ich hier brauche, ich hab's nicht. Nein, scheiß Raptor. Mach ein Foto von ihm. Ach, sah doch süß aus. Das kann man ja glatt auf Instagram stellen. Wie so ein Kuchen oder ein Hühnchen. Sind wir ins hohe Gras gelaufen? Das war eine Punktmarie! Was du nicht sagst. Mein Heuschnupf macht mich wahnsinnig. Mich erst, Alter. Wobei, es ist in der letzten Zeit sogar besser geworden. Was wohl daran liegt, dass wir gar nicht so einen tollen Sommer haben. Wie so oft. Und ja, dann fliegt das Zeug halt nicht so rum. Und meiner Nase geht's gut. Das heißt, ich profitiere vom schlechten Sommer. Und meine Leidensgenossen ebenso. Sind sicher auch viele unter euch. Ein Eiswagen. Na, na, na. Dinos mögen also tatsächlich Eis. Wow, schon 4 gerettet. Boah, immer erschrickst du mich. Gibt's doch nicht. Verzieh dich. Das ist so übelst unrealistisch, wie sie den wegtritt und so. Aber egal. Hier ist nichts Nützliches? Nee, aber einfach mal alles kaputt machen. Why not? Oh, seht mal da. Oh, nein, 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 nein. Ja, klar. Mach mich fertig. Zieht mir gleich 3 Herzen ab. Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, ich brauche das kleine Kind, weil sie kann sicherlich wieder schreien. Genau. Also manche Fähigkeiten vom ersten Film wurden halt jetzt auf die neuen Charaktere übertragen.
Weil die Alten wohl tatsächlich nicht wiederkehren werden. Schon interessant, oder? Man macht eine Fortsetzung von dem Film, lässt aber alle Hauptdarsteller raus. Oder fast alle. Alle bis auf zwei, ne? Warum denn? Hatten die keinen Bock mehr? Oder war Steven Spielberg nicht zufrieden? Ich könnte es ehrlich gesagt nachvollziehen. Gerade bei den Kindern. Na ja, gut, aber ihre Story ist ja auch eigentlich erzählt, ne? Die wurden ja herangeholt, um den Jurassic Park abzusegnen. Dann ist alles schief gelaufen. Und am Ende haben sie ja gesagt, ich bin dagegen. So. Und mit dem Rest wollen sie wahrscheinlich nichts zu tun haben. Achso, das soll den bloß ablenken, damit wir hier weitergehen können. Verstehe. Danke, Rasenmäher. Oh nein. Oh, Foto, 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 Foto. Mach ein Foto. Auch wieder sehr süß. Vorbeigekommen wäre für mich geschehen. Finito. Ich hätte meine menschliche Hülle hinter mir gelassen. Abgeklatscht, uns gegangen. Sie haben gesagt, das Kommunikationszentrum ist in der Versorgungszentrale. Ich gehe da jetzt rein und schicke einen Funkspruch raus, okay? Ihr kommt nach. Wart auf uns! Jede Sekunde zählt. Wenn einer glaubt, er kann mithalten, kann das versuchen. Oh, das war's schon mit der Mission? Okay. Heute mal etwas früher fertig. Wenn das so ist, würde ich mal vorschlagen, machen wir jetzt schon mal ein bisschen weiter. Und zwar suchen wir die Location der nächsten Mission. Die befindet sich hinter dieser Tür. Dann gucken wir doch mal, wie man da durchkommt. Das ist, glaube ich, zum Speichern. Achso. Schreiben wir mal die Tür auf. Das funktioniert richtig gut. Hoffentlich werden das nie GEZ-Mitarbeiter mitbekommen, dass das so effektiv ist. Sonst haben wir alle ein Problem. Oh, da die Steuereintreiber. Schön draußen bleiben. Nun gut. Achso, da ist die Scheiße. Okay, wir machen das nächste Mal weiter. Bis bald.